dann dahin. Dann haben wir gesagt, dahin. Dann da. Dann da. Oh Gott, dann. Dann da. Dann da. Dann da. Nee, da nicht. Okay, jetzt wird's schwer. Haben wir gesagt, da. Dann da. Was? Aber wir haben gesagt, so fährt er. Ah, stimmt. So weg. Nee, mal so weg. So, also hinzufügen. So, dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Weiß ich nicht. Dann dahin. So, wie lange braucht das? What the fuck? Der muss sich ja einen halben Tag unterwegs. Dann dahin. Und dann dahin und dann dahin. Nicht genügend Fahrzeuge. Ja, du bist schon wieder ein Lustiger. So, insgesamt braucht er 13 Stunden. Hui. Gut, 6 Uhr, nehmen wir mal ab 0 Uhr. So, 0 Uhr bis 22 Uhr, nehmen wir natürlich bis 23 Uhr. So. So, Wochenende, lass mal weg, Nacht machen wir auch weg. So, werktags. Alle 2 Stunden, ja, gucken wir mal, wie es sich verhält. Berufsverkehr. Warte, der ist 12 Stunden unterwegs. Das heißt, wir wollen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen mal 12 Busse erstmal. Da steht 0 von 9. Egal, ich nehme 12. Wegen Verspätung. So. Okay. So, dann brauchen wir ja schon mal hier. Na, Linie brauche ich nicht mehr anzeigen. So, erstmal 12 Busse brauche ich dann da. Dann brauche ich davon mal 8. Dann kommen wir davon doch einfach mal 12. Busdepot 1, ja. Gut. So, wann fährt denn der nächste los? Der nächste fährt los um 2. Um 0 Uhr. Okay. Alles klar. Jetzt muss ich mal ganz kurz die meine Jalousie runterlassen. Oh Gott. Ah. Ja, und nochmal was zum Essen holen. Okay, so. Und dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Also 1, 1, 1, 1, 2. Aha. Gut. So. Was wir auch noch anpassen können, wären zum Beispiel die Fahrpreise. Was wir halt stopp. Ich glaube, wir müssen natürlich noch die Zonen ändern. So, sagen wir mal, das hier ist lila. So.
Dann ist das hier grün. Und das hier rot. Aber halt nur der obere Teil hier. So. Das heißt, die Zone liegt ja noch in gelb. Das heißt, ich mache hier noch ein bisschen gelb. Und mache noch ein bisschen blue. So, der liegt auch noch in gelb. Perfekt. Dann machen wir hier noch hoch und da noch hoch und da noch hoch. Gut. Und jetzt können wir weitermachen, wenn ich... Ach ja, hier. So, der Bus. Was ich halt hoffe, ich habe halt von meiner, von der anderen Stadt habe ich halt gesehen, dass halt die meisten Leute einfach an der letzten Haltestation aussteigen. Und wenn es natürlich jetzt hier der Busbahnhof ist, dann können wir hier natürlich jede Linie miteinander verbinden, ohne da halt mehrere Routen oder mehrere Buslinien gleichzeitig auf gleichzeitig halt an mehreren Haltestellen zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht wirklich, ja? Ja. So, das sind 4. Die sind unzufrieden, jetzt sind nur noch 3. Also, soweit ich weiß, fährt er jetzt links, ja genau. Mach ich nochmal rot. Was sind die? Das sind dann die Nähe. Also wir haben jetzt zumindest mal einen Bereich abgedeckt. Wenn man jetzt da mal schaut bei meiner Tutorial-Stadt, da sind dann einige Häuser mit 10 Linien angebunden. Und das ist dann halt schon krass. Ach, wie viele Kurven der fährt? Okay. Ich habe gesehen, da hinten sind gerade 3 Unzufriedene. Da ist zum Beispiel gar nichts. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es machen werde. Weil es wird vielleicht dann auch noch problematisch mit der Straßenbahn. Hier überall eine Straßenbahn reinzumachen. Warum fährst du jetzt hier lang? Ach so, weil du den hier abklapperst. Mein Gott, wie viele Kurven der fahren muss. Und das in so einer Stadt. Was habe ich gesehen? Der Zustand ist nur 81%, ist aber wenig. Ah, da kommt schon der nächste angefahren. Müsste eigentlich nur mal einer unterwegs sein. Ja, ja, da. Es müssten eigentlich, wenn der jetzt 12 Stunden braucht für die Fahrt. Was er eigentlich nicht sein kann. Also ich glaube zumindest, dass der in Stunden rechnet. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, da war rot, aber juckt ihn anscheinend nicht. Hier war es auch rot. Was? Zum